Was würden Sie sagen, das ist exzellent in der chinesischen Führung, wo die stark sind, wo die richtig stark sind? Ja, in der Führung an sich ist es halt ein anderer Führungsstil, muss man klar sagen. Also die Hierarchie-Denke mag gewisse Vorteile haben, würde aber auf unser System hier nicht passen und wäre jetzt auch nicht das, was ich mir als Führungskraft vorstelle. Also für mich ist schon auch wichtig, dass zwar die Führungskraft irgendwann mal sagen muss, so, jetzt ist gut, jetzt wird entschieden, aber auch im Sinne einer guten Zusammenarbeit auch greifbar ist. Das ist in chinesischen Unternehmen anders. Auf der anderen Seite sind wahrscheinlich auch ganz große Unternehmen in China nur so zu führen. Sie haben dort Unternehmen mit teilweise mehreren hunderttausend Mitarbeitern. Dort brauchen sie eine gewisse Hierarchie von oben nach unten. Und das ist dann auch ein anderer Führungsstil. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, ist gut, ist schlecht. Es sind unterschiedliche Stile, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Unternehmensstrukturen und entsprechend passend zur Gesellschaftsform dann auch.